Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Hallo und guten Tag mit lauter schönen Gedanken für den heutigen Tag wünscht euch Bianca Wüst aus Dirmstein. Die Idee für diesen Podcast reifte mal wieder dank einer Katte, die mir ein weiteres Mal von Gott so gewollt gegeben wurde und dann beim Vortreffen den ganzen Abend vor mir lag. Unter einem Bild stand: Es sind deine Gedanken, die dich traurig oder glücklich, arm oder reich machen. Ja, es passte mal wieder sehr an diesem Abend, denn es war damals ein Gedanke. Ja, tu es, mach es, geh deinen Weg. Dieser Gedanke macht mich seitdem glücklich, denn ich mache mir meistens viele zu viele Gedanken, unnötige Gedanken, denke zu viel nach, ob richtig oder falsch. Die Entscheidung, diesen Weg in diesem Jahr zu gehen, fiel ohne tausend Gedanken. Es war ein Gedanke und das war gut so. Dann diese Katte, die mir sagte, es war richtig. Lassen wir doch mehr die Gedanken zu, die uns glücklich und reich machen und nicht traurig und arm. Machen wir uns mal weniger Gedanken über alles, sondern leben einfach mal. Leben ohne die Gedanken, ist dies oder das richtig? Handle einfach mal, ohne große Gedanken. Gehe neue Wege und lebe. Lebe dabei auf. Die zu Anfang gehörte Bibelstelle passt wunderschön dazu, denn überschrieben ist sie mit Vertrauen auf die Wirksamkeit des göttlichen Wortes. Vertrauen wir seinem Wort, und wenn wir dadurch ihm näher sind, können wir uns ihm ganz anvertrauen. Unsere unnötigen Gedanken sind unsere selbsterdachten Wege, aber seine Gedanken sind unsere Wege von ihm bestimmt. Geben wir uns ihm immer tiefer hin und lassen seine reichen Gedanken zu. Lassen sie in uns einziehen, dann können unsere steinigen Wege mit ihm und durch ihn zu seinen schönen Wegen werden. Die Bibelstelle will uns Freude und Zuversicht vermitteln, weil er all unsere Gedanken schon kennt und lenkt. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Seine reichen Gedanken können uns glücklich machen, wenn wir es zulassen und uns ihm zuwenden. Wir wollen beten. Es sind deine Gedanken, die dich traurig oder glücklich, arm oder reich machen. Schenke uns allen in nächster Zeit glückliche und reiche Gedanken. Schenke uns immer wieder solche Katten, um unser Leben bedenken zu können. Schenk uns die guten Gedanken in dieser Welt voller Neid. Lehre mich teilen und danken, tragen des anderen Leid. Wohne in Herz mir und Sinnen mit deinem Heiligen Geist. Hilf mir das Gute gewinnen, wollen, was dein Wort mich heißt. Nach meinem Irren und Wanken lass in Vergebung mich ruhen. Schenk mir die guten Gedanken, heute das Rechte zu tun. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.